Ist das das Teuerste? Oh nein. Hallo, ich hätte gerne einmal das Teuerste, bitte. Wir rufen die Polizei, geben Sie die Kennzeichen. Boah, das ist richtig cool. Also, der teuerste Burger von Burger King. Alter, wir haben nur für diese drei Sachen allein schon 45 Euro bezahlt. Mein 19 Euro Sushi und die stochern da rum. Ich hoffe, das ist kein Harzer Käse. Hallo Freunde, was geht ab? Wir werden heute einen Tag lang nur das Teuerste essen. Es geht los mit dem Frühstück. Viel Spaß beim Video. Mandys Kochbuch war ja bereits ausverkauft, aber da so viele das trotzdem noch haben wollten, ist es ab heute wieder verfügbar. Nur eine begrenzte Anzahl. Holt euch das. 102 leckere Rezepte. Link ist unten in der Videobeschreibung. Und jetzt geht's essen. Was ist das denn? Ich war jetzt beim Bäcker und habe uns das Teuerste geholt, was es dort gab. Ich durfte leider da drin nicht filmen, deswegen konnte ich euch die Preise nicht zeigen. Da. Boah, das ist richtig cool. Also habe ich einen Kopenhagener Streifen geholt. Oha, wie groß ist das? Schätz mal, Alter. 3,75 Euro für das alles. Das ist doch voll günstig, oder? Ja. Und das war trotzdem das Teuerste, was der Bäcker noch da hatte. Das Teuerste. So, Ladies first. Ihr dürft zuerst probieren. Ich sehe aber gerade, da sind Rosinen drin. Oh, ist nicht dein Fall? Ich mag gerne Rosinen. Paulina meinte, das schmeckt. Oh ja. Das ist irgendwie mit so Vanillepudding. Ja. Also so eine Creme ist da drauf. Ist das trocken? Nee, gar nicht. Schmeckt ihr das? Wie ein... Willst du einmal probieren? Ja, ich will auch probieren. Aber die Nüsse. Magst du die? Willst du die probieren? Das sind Rosinen. Die sind lecker, die sind süß. Süß? Mhm. Sie isst den Zuckerguss am liebsten anscheinend. Boah, das sieht so riesig aus. Ich habe das noch nie gesehen, sowas. Ich auch noch nicht. Ich auch nicht. Ich dachte, das würde nicht so aussehen. Ja. Mmh. Ups. Hallo, ich hätte gerne einmal das Teuerste, bitte. Was ist das Teuerste? Was denn? Was ist das Teuerste? Gibt's viele teure. Was möchten Sie denn haben? Ist egal. Also wir drehen ein YouTube-Video und ich würde gerne das Teuerste ausprobieren. Können Sie erstmal, was Sie möchten, dann sagen Sie Bescheid, wir warten, ja? Also ich habe mir gerade die Karte da angeschaut. 15 Euro ist das Teuerste, der Homestyle Chicken Bucket. Vielleicht rufen die Polizei, geben Sie die Kennzeichen, dann sehen wir das. Ja. Okay. Der Manager von diesem McDonald's ist, glaube ich, mit einem falschen Fuß aufgestanden. Der kam raus und hat uns voll angemacht, warum wir filmen und sowas. Ich meinte, hey, wir filmen uns, wir drehen ein YouTube-Video, wo wir einen Tag lang das Teuerste essen. Er so, nee, darf man nicht, wo leben wir hier? Richtig aggro. Da meinte er, ich hole Polizei, Kennzeichen habe ich, ich zeige euch an. Die Polizei wird ihn auslachen. Wir wissen, dass wir keine Personen filmen dürfen, keine Stimme. Ganz ehrlich, man muss das Leben nicht so ernst nehmen. Man kann auch mal ein bisschen Spaß haben, ein bisschen lachen. Das konnte er nicht. So Menschen gibt es. Ist nicht schlimm, dann fahren wir halt zu Burger King. Wer nicht will, der hat schon. 11,69 Euro, das ist der teuerste Preis, den ich hier sehe. Was ist denn bei Ihnen das teuerste? Der King Mustard Cheese Double. Den hätte ich gern dann im Menü. Also ein Menü bei Burger King, teuerstes Menü, 12,09 Euro. Es geht doch, richtig nett. So kann es halt gehen. Danke, genau. Also wir haben keine Pommes. Der teuerste Burger von Burger King ist der hier aktuell. Boah, der ist richtig schwer. Wir haben hier Gurken, Tomaten, Salat, Soße, zweimal Fleisch und einmal Käse und unten auch nochmal Soße. Also der ist wirklich richtig schwer. Möchtest du den probieren? Was möchtest du dann? Pommes. Das war natürlich im Menü auch dabei, denn ein Menü war noch mal teurer. Haben wir auch für dich genommen. Eiskalt. Mit Eiswürfel. Eiskalt. Magst du dich einmal kurz dahinsetzen, Schatz, für ein Bild? Hey! Nina. Und lachen! Boah, ich glaube, den Burger hatten wir auch in Mandys vorletztem Video. Ich glaube
der nicht. Wir hatten einen mit Arsch. Guck mal, da ist Marmelade drauf. Ah ja, doch, den hatten wir. Und Freunde, falls ihr noch ein Video in dieser Konstellation von Mandy, Paulina und mir sehen wollt, dann schaut gerne Mandys Kanal, denn für ihren Kanal haben wir auch ein Video zusammen gedreht. Und zwar durfte der Würfel bestimmen, wie viel Geld wir ausgeben müssen oder dürfen. Und mit dem 90er-Würfel. Mit dem 0 bis 90-Würfel, also mehr geht nicht. Durftest du dir ganz viel kaufen, Paulina? Schon ein paar Tage her und sie hat immer noch nicht mit allem gespielt. Jetzt probiere ich aber den teuersten Burger King Burger hier. Man wird halt auf jeden Fall satt dadurch, weil er so schwer ist und so groß und so massiv. Aber schmecken habe ich auf jeden Fall echt bessere Burger gegessen vom Geschmack her. Also nur weil etwas teuer ist, heißt es nicht, dass es auch am besten schmeckt. Also es ist halt Marmelade drauf, ist Geschmackssache. Ich mag schon gerne süß und salzig, aber ich hätte mir eine bessere Burgersoße erhofft. Für mich ist das zu viel Fleisch. Burger King Fleisch aufeinander schmeckt sehr trocken. Käse hätte besser sein können und vor allem Burgergurken statt Salatgurken. Ich glaube, das ist der Double. Du bist so groß, du kommst voll ans Dach. Es gab den noch in Junior, also nur mit einem Patty und einer anderen Soße. Ja, der war richtig lecker. Du hast recht, das Fleisch ist ein bisschen trocken. Ist okay. Alle haben diese weiße Soße. Ja. Ja, haben doch die Soße. Als nächstes gehen wir in den Supermarkt und holen uns den teuersten Snack aus dem Supermarkt. Ich bin mal gespannt, was es ist. Hier haben wir schon mal 7 Euro für das hier. Was ist das? Weiß es nicht. Ich auch nicht, aber es ist auf jeden Fall teuer. Oh nein, hier sind Getränke, so kleine, für 10 Euro. Oh, was ist das denn, Mann? Hättest du Lust auf sowas hier? Wir suchen etwas hier im Supermarkt, was ganz teuer ist. Wo so ganz viele Zahlen stehen und dann sagst du mir Bescheid, ja? Ich hab was, das können wir doch essen. Aber ich liebe keinen schwarzen Kaffee. Sondern? Nur ein Orangen. Orangenen Kaffee, oh, das gibt's leider nicht, da müssen wir wohl weitersuchen. Boah, auf so einem Haagen-Dazs hätte ich auch Bock. Ey Leute, probiert's mal auch, so lecker. Aber leider nur 6 Euro. Oha, ich glaube, ich habe was gefunden. Riesenpack, merci. 17,50 Euro. Oh nein, mögen wir das? Hier. Also ich mag Marzipan und du, Paulina? Mhm. Es ist so groß und so teuer. Sollen wir das nehmen oder weiter gucken? Das nehmen. Oh, wir haben noch was gefunden, was womöglich teurer ist. Alter, 19 Euro. Ich habe nur Sushi. Magst du Sushi? Dann nehmen wir beides. Na gut. Jetzt sind wir auf der Suche nach dem teuersten Getränk und schaut mal. Fast 10 Euro, Alter. Oh mein Gott, ich werd pleite. Alter, wir haben nur für diese drei Sachen allein schon 45 Euro bezahlt. Wir glauben nicht, dass es noch was Teureres gibt, außer natürlich Alkohol, aber das zählt nicht. Falls ihr noch was Teureres findet als die drei Sachen, schreibt's gerne in die Kommentare. Die drei Sachen haben wir für 45 Euro. Die Frau an der Kasse hat so geguckt, nochmal überprüft. Auf die Kasse, auf die Sachen. Echt? Hat sie so gemacht. 45 Euro bitte. Alter, das war ihr kürzester Einkauf ihres Lebens für am meisten Geld. Ich probier mal den Saft. Warum ist der Saft eigentlich so teuer? Ja, das ist richtig teuer. Okay. Sauber, willst du mal probieren? Ich liebe Marzipan. Lass nämlich sein Herz. Schmeckt das? Mmh, richtig gut. Ich bin mal gespannt, wie das Famila Sushi ist. Ich finde, die Supermärkte machen besseres Sushi, als man denkt. 17 Euro, die ganze 19. Packung. Magst du Sushi? Ich kann alle essen. Möchtest du? Mmh. Welches? Kannst du mit Stäbchen essen? Ja, da auch. Ja. Oh. Dann. Das kann ich. Ja. Ich kann nur noch die Stäbchen. Ich will das nicht. Warum hast du dann da reingegriffen? Ich will neue Stäbchen. Kannst du auch mit der Hand essen. Super, jetzt schaffst du es. Du schaffst das. Ich will das hier nicht. Da ist nichts. Moment, ich helfe dir. Das ist Lachs. Oder ohne. Was ist das? Oskar gibt dir Reis. Guck mal, Schatz.
Das ist nur Reis. Mann, mein 19-Euro-Sushi und die stochern da rum. Hallo, ich habe nicht gestochert. Da ist voll die leckere Soße drauf. Ich probiere mal den Crispy hier. Hätte ich nicht gedacht, ist so wahnsinnig lecker. Schmeckt das sauer? Nein. Wie schmeckt das? Das ist sehr gesund. Sauer. Waldheidelbeere. 100% purer Direktsaft. Aus handgepflückten Wildfrüchten. Deine Zunge ist lila. Liebst du das, Oskar? Hier sind echt krasse Geschmäcker. Hier ist zum Beispiel Espresso drin, hier ist Trüffel mit Marzipan rum. Schmeckt schon sehr intensiv nach Alkohol. Nach dem ganzen Essen muss ich erstmal die Funde abtrainieren. Das heißt, ich werde die Mädels jetzt zu Hause ablassen. Und dann geht's für mich eine Runde ins Gym. Danach gibt es das Abendessen. Das wird safe am teuersten. Training war richtig geil. Kevin hat in 2 Wochen seinen allerersten Bodybuilding-Wettkampf. Wenn ihr seinen Weg verfolgen wollt und das ganze Training sehen wollt, dann schaut gerne auf seinen Kanal vorbei. Unten ist der Link im ersten Kommentar und in der Endcard. Und jetzt geht's weiter mit dem teuersten Essen. Welches ist am teuersten, Paulina? Das. Ist das teuerste? Oh nein, 44,50 Euro pro Person. Alter! Ihr wollt die Getränke noch mal extra. Ihr wollt mich arm machen, meine Mädels. Oh nee, ich hätte mir vorher überlegen müssen, ob ich mit 2 Mädels unterwegs bin, die so teuer sind. In Mandys Video schon so teuer und jetzt schon wieder. Wir haben auch schon eine Vorspeise bekommen, Brot mit Oliven und Tomaten. Und Salz gibt's for free. Ist zwar nicht teuer, aber schmeckt gut. Sie liebt das. Nur ein bisschen. Ah, okay. Oh Gott, nimm Brot dazu, damit das ein bisschen entsalzisiert wird. Was führst du im Schilde? Jetzt musst du es aber auch essen. Wer mit Essen spielt, muss das Essen essen. Oder willst du noch mal eine Olive, wie gestern? Oh, dieser Blick war Gold wert. Sie meinte, sie liebt Oliven. Möchtest du eine? Wir waren nämlich schon gestern hier, ist ein richtig guter Italiener, und haben hier einen Vlog gedreht für unseren Kanal Fitness Couple, auch wieder mit den beiden und mit mir. Also schaut gern Fitness Couple, wenn ihr Vlogs sehen wollt. Oh Baby! Zu viel Essig, ne? Wenn ihr noch mehr Videos mit Paulina sehen wollt, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Schnell trinken oder Brot essen. Denn Paulina ist ja leider nicht unsere Tochter, sondern meine Schwester. Und wir müssen euch was Lustiges erzählen. Der Verkäufer vom Haus hat uns ein Bild geschickt. Wir blenden es mal hier ein. Es saß einfach auf unserem Haus ein Storch. Ich habe noch nie einen Storch gesehen, also es war echt schön. Das ist ein Zeichen, der Mandy und ich versuchen auch ein Baby zu bekommen. Updates dazu sowie zu unserem neuen Haus, was wir uns gekauft haben, bekommt ihr ebenfalls auf Fitness Couple. Hätte ich gewusst, dass du mich zum 3-Gänge-Menü einlädst, hätte ich mich ein bisschen schicker angezogen. Wir haben hier einmal Carpaccio mit Rucola und Parmesan. Dann haben wir hier einmal Spargel, ein bisschen überbacken mit Käse. Erdbeeren, Schwarzwälder Schinken. Ich glaube, das hier ist Tartar, stimmt. Und das ist, glaube ich, auch Spargel mit Erdbeeren. Mein weißen Spargel. Also sieht schon mal richtig lecker aus. Ja, und richtig teuer. Boah, das aber ist so das lecker. Ist falsch. Ich liebe den weißen Strich. Nur dort. Nur das? Dann nehme ich mir noch hier so ein bisschen. Ich probiere das direkt mal. Das ist Fisch. Lachs hat da. Ich mag den Lachs nicht. Dann ist er wohl für mich. Ich probiere das hier, was wir nicht wissen, was es ist. Sieht lecker aus. Ich hoffe
hoffe, das ist kein harzer Käse. Das ist sowas wie Brie oder Camembert, karamellisiert mit Spargel und Erdbeeren. Also das schmeckt sehr gut. Ich hatte schon Angst, dass das harzer Käse ist. Lachs Tartar mit Avocado. Ersten Gang finde ich sehr lecker. Wir haben Paulina jetzt YouTube angemacht, weil sie sich ein bisschen gelangweilt hat, weil sie nicht mehr so viel Hunger hat. Wir bekommen ein Überraschungs-3-Gänge-Menü. Also wir wissen überhaupt nicht, was wir bekommen. Gleich gibt es Gang Nummer 2. Concentration ist da. Das gelbe Auto braucht einen Hammer. Gang Nummer 2 vom teuersten Essen heute. Du darfst bei uns mit essen. Aber ich will nichts futtern. Ja, dann musst du nichts futtern, wenn du nicht möchtest. Ja, wir haben hier Kalbskotelett, Rinderfilet, Hähnchen eingerollt. Mit Rotweinsoße und Kräutersoße. Très bien. Woran erkennt man ein teures Restaurant? Großer Teller, kleines Essen. Wir sind ja eigentlich nicht so Leute, die so teure Sachen bestellen. Wenn wir ein Restaurant finden, was schmeckt, dann essen wir das jedes Mal. Wow, das Lamm ist sehr zart. Dann haben wir das Rindfleisch, das esse ich mit ein bisschen Brokkoli. Bist du heute ein Gourmet? Und das letzte Hähnchen oder Pute. Wow, sieht nicht nur gut aus, ist nicht nur teuer, sondern es schmeckt auch. Ob es den Preis verdient hat, natürlich geht das auch günstiger. Wenn man sich gönnen möchte, gibt man gerne so viel Geld für so ein gutes Essen aus. Lammkotelett mit Kräutersoße. Vorzüglich. Rosmarinkartoffeln. Danach gibt es ja noch einen dritten Gang. Ich habe jetzt einfach mal Folgendes gemacht und ich bin gespannt, was sie davon isst. Ich stelle ihr das einfach vor die Nase. Was ist das? Na, weißt du doch, was du beim Memory-Video gezogen hast. Brokkoli. Ja. Du kannst selber entscheiden, was du isst und was du nicht isst. Das. Das alles isst du oder alles isst du nicht? Ey, das ist Brokkoli. Ja, bisschen ist da dran. So, wir lassen das mal stehen und in der Zeit essen wir weiter. Wir essen in unseren Videos natürlich immer sehr viel und das muss sie nicht. Also, falls ihr euch wundert, wir passen auch 2 Wochen auf sie auf. Und da wir halt sowieso Videos drehen, nehmen wir sie einfach mit. Haben Spaß, haben Abenteuer und sie kann halt eben mitessen oder auch nicht. Wow, Freunde, der Nachtisch ist endlich da. Wir müssen sagen, Wartezeit war ein bisschen lang. Es hat sehr lang gedauert. Aber auf jeden Fall sieht es sehr lecker aus. Wo ist dein Löffel? Was für ein Trickshot, Alter. Das ist lecker. Das ist Mousse au Chocolat, glaube ich. Ich glaube, das ist Tiramisu. Oh, das ist richtig lecker. Eigentlich fast gar kein Kaffee. Das ist Mascarpone mit Erdbeeren. Was ist das hier? Das hatten wir gestern auch. Alles ist sehr gut. Lecker. Wir essen erstmal auf. In der Zeit könnt ihr euch Mandys Video anschauen. Da waren wir auch zu dritt unterwegs. Und der Würfel durfte bestimmen, wie viel Geld wir ausgeben. Das war so ein teures Video. Kevins Video, sein Training mit mir, auch hier online. Fitnessvideo, Essensvideo mit Würfel, Unterhaltung und so. Haut rein. We'll be right back.